mein Gott. Hi Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Heute direkt mal aus der Autoperspektive. Ich habe versucht, die Kamera da irgendwie mal so einigermaßen festzumachen. Ihr könnt nicht alles sehen, aber ja, hier, ich habe auch Haare. Heute gibt es einen ganz, ganz besonderen Vlog. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute bekommt Mode das erste Mal in ihrem Leben ihre Traumfrisur. Wir wissen natürlich noch nicht, wie das Endergebnis aussieht, aber zumindest bekommt sie endlich mal ihre Haare so, wie sie sich das wünscht und wie sie das schon ihr Leben lang haben will. Wir hoffen natürlich, dass das heute alles klappt. Ich werde Mone jetzt erstmal abholen gehen, beziehungsweise wir werden uns da direkt vor Ort treffen. Ja, und das bedeutet, wir fahren jetzt ab nach Köln. Da treffen wir uns heute bei Melina vom Laden Melina Best. Die werden Mone die Haare ganz... Wow, 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 wow. Leute, ich hasse Autofahrer, die einfach rausziehen. Die blinken und sagen, ja, man bremst ja schon. Und jetzt fährt er nicht mal. Fahr doch bitte. Ah, Leute. Mann. Hallo. Kollege. Guck auf die Straße, Digga. Ja, auf jeden Fall sind wir auf dem Weg nach Köln. Und ich bin auch sehr, sehr aufgeregt, weil ich mich natürlich sehr, sehr, sehr für meine Dame freue, wenn das wirklich alles so hinhaut. Aber bis dahin wird erstmal ein bisschen Musik gehört. Na, 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 na. Ich hab mich so geliebt, doch dich kann keiner mehr von mir trennen. Es ist natürlich wieder extrem viel Verkehr in Köln, aber so ist das leider. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, wir sind gleich da, wenn mich nicht alles täuscht und mein Navi hier mir keinen Mist erzählt, dann müssten wir gleich da sein. Wo nimmst du auch gleich da sein? Okay, ich bin jetzt eingestiegen und das Navi sagt, ich brauche 7 Minuten. Okay, sie braucht 7 Minuten. Hallo, ist es grün? Warum fahr... Ach, da ist ja noch... Ja, das ist ja auch witzig. Man hat Ampel grün. Ja, ey, da ist eine Bahn. Kollege, du brauchst nicht hinter uns hupen. Sie haben das Ziel erreicht. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Bin ich blöd? Warte mal. Nee. Hä? Genau das meine ich. Jetzt stehe ich im Nirgendwo. Das ist doch hier... Mann! Ich kauf ein Dance für Baba. Ich kauf ein Dance für Baba. Ich kauf ein Dance für Baba. Leute, ohne Quatsch, ihr müsst einfach immer gute Laune haben. Gerade bei so einem Stress in der Stadt mit Verkehr und allem drum dran. Einfach immer gute Laune haben, Musik aufdrehen. Und dann passt das auch, dann kriegt ihr alles hin. Ja, ja, oh, Täubchen, Taube. Taube auf der Straße, oh, Taube auf der Straße. So, jetzt hier links. Ja, ich bin am Pantheonswall. Jawohl. Ey, da ist ja der Friseur. Wuhu. So, jetzt muss ich also nur noch einen Parkplatz suchen. Das wird sich wahrscheinlich schwieriger. Es wird wahrscheinlich schwieriger, als den Weg hier überhaupt hinzufinden in Köln. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich halte euch gleich mal auf dem Laufenden, was Sache ist. So, ich habe einen Parkplatz gefunden. Ich weiß aber tatsächlich noch nicht, ob wir hier stehen dürfen. Ich werde von Leuten hier, die hier anscheinend öfters sind, auch schon dumm angeguckt. Aber Mone ist jetzt gerade gekommen, deswegen gehen wir jetzt einfach mal schnell zu der. Guck mal, wie es der geht und ob die aufgeregt ist. Warte mal, ich schraube mal gerade das A wieder dran. So, und dann schauen wir einfach mal, wie es der geht. Also ich weiß nicht, ob man hier stehen darf. Ja, aber hier stehen ja auch die ganze Zeit welche. Hi. Tag. Die Parkplatzsituation hat sich jetzt einigermaßen verbessert. Da vorne steht mein Auto. Mone wird sich jetzt einfach hier hinstellen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz erlaubt. Aber da, wo sie jetzt steht, das ist eine Ladezone. Da darf man halt abgeschleppt werden. Deswegen kleiner Tipp an alle, die in Köln wohnen und schon Auto fahren dürfen. Holt niemals Parktickets. Ihr werdet zwar irgendwann wahrscheinlich ein Knöllchen bekommen, aber ihr habt, also wir haben wirklich immer Glück eigentlich. Und das Ding ist halt, wenn du hier 3-4 Stunden parkst, hast du halt genauso viel wie so ein Knöllchen. Kostet das sind, glaube ich, 10 Euro. Und wenn du ein Knöllchen hast, kannst du halt auch so lange stehen, wie du willst. Deswegen, wenn du weißt, du willst hier eh 10 Stunden stehen, dann lass es einfach drauf ankommen, krieg halt ein Knöllchen und dann ist gut. So, Parkplatz endlich gefunden. Ja, nachher. Ist aufgeregt. Ja. Willst du schon reingehen direkt? Oder wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Nee, lass uns rein. Lass uns reingehen. Okay, bist du aufgeregt? Ich habe den Leuten schon noch nicht genau gesagt, was du bekommst, aber dass du heute dir einen Traum erfüllst. Okay. Das ist schon mal ein guter Hinweis, oder? Aber die Leute haben wahrscheinlich in den Titeln schon zumindest gesehen, dass es um deine Haare geht. Darum geht es auf jeden Fall heute. Aber diesmal wirklich krass. Also es wird eine krasse Veränderung auf jeden Fall. Was ist denn hier los in Köln? Immer. In Köln immer. In Köln ist immer was los. Ja, das stimmt. Der ist schon abgeschleppt worden. Das sind jetzt die letzten Filmaufnahmen mit den Haaren vorher, ne? Fühlt sich gut. Bist du aufgeregt? Ja.
Ich glaube, am Ende wird man den Unterschied deutlich, deutlich sehen, auf jeden Fall. Somit, ihr könnt ja jetzt, bevor es quasi richtig losgeht, könnt ihr ja einfach mal hier ganz kurz das Video stoppen und direkt mal einen Kommentar schreiben, was ihr denkt, was diesmal mit Mones Haaren passieren wird. Wir hatten ja schon 2-3 Veränderungen und auch 2-3 Videos dazu, aber das hier wird wirklich das Krasseste, was je mit Mones Haaren passiert ist. Deswegen ratet oder schätzt einfach mal jetzt unten in den Kommentaren, was passieren wird. Das wird auf jeden Fall cool. Also, ich denke, ich bin auch aufgeregt, sie auch. Sie ist sehr aufgeregt. Also, ich chill hier jetzt einfach nur und warte, was passiert. Ja. So, das ist jetzt der aktuelle Zwischenstand. Eure Ideen und Vermutungen könnt ihr immer noch in die Kommentare hauen, Leute. Schreibt einfach mal rein, was ihr denkt, was es wird. Ihr könnt auch reinschreiben, was ihr dachtet, was es bei Minuten so und so viel wird und was ihr dachtet, was es 5 Minuten später wird. Man kann ja. Es wird auf jeden Fall cool, oder? Es wird cool. Es wird cool, es wird cool. Ja, gönn dir deine Milch hinter und Mone, die liebe Maus hat mir Muffins mitgebracht. Die gönne ich mir jetzt auch. So, und was sagst du? Jetzt aber ja noch gar nicht fertig. Jetzt geht's ja quasi erst richtig los, ne? Aber sieht jetzt schon sehr schön aus. Also auf jeden Fall. Komm her. Ja. Ja, das sieht schon echt gut aus, ne? Ja. Was hast du das erste Mal in deinem Leben? Noch nicht verraten. Aber das erste Mal in deinem Leben? Ja. Wird auf jeden Fall cool. Geht's jetzt schon los? Ja. Na, okay. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt denkt, was es wird. Also jetzt, gerade mit dem, was da rechts liegt, da ist es ja fast eindeutig. Wird wohl jetzt jeder erraten können, der nicht ganz so blöde ist. Ja, es wird eine Glatze. Definitiv. Hier ist der Rasierer. Oh mein Gott. Das ist gut, dass du das filmst, dann sehe ich wenigstens nachher auch mal, wie das so... Das war's? Ja, jetzt kommt nach oben eine drauf. Und dann war's das. Crazy. Krass. Und quasi die halten 4 Monate, weil das dann bis zu einem gewissen Punkt rausgewachsen genau, ist. Und dann, genau. Und dann nervt es einfach. Also klar, du könntest sie auch so lange drin lassen, bis es... Bis sie rausfallen von alleine. Ja, quasi. Bis sie so weit rausgewachsen sind, dass sie schon zu weit rausgewachsen sind. Die werden ja auch immer länger und immer länger. Ja, ja, irgendwann ist das... Irgendwann wird sich halt nerven. Ne? Ja, Schatz. Oh, ich was denkst du? Ja. Der Kopf, 5 ne? 5 Gramm sind das. Krass. 10 Gramm direkt. Oh. Ja? 5 poplige Gramm. Das Witzige ist ja, sie sieht jetzt ja quasi, weil sie keine Brille anhat, sieht sie ja gar nichts. Nee. Das heißt quasi, erst wenn das Endergebnis schon fertig ist, dann kann sie auf einmal alles sehen. Aber ja, wir schauen mal, wie es wird, oder? Oh mein Gott, sind die lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, fühlt sich das komisch an, hier unten so im Zahn. Crazy. Steh mal auf und mach mal nach hinten. Boah, dann muss ich weiter zurückgehen, weil ich das nicht drauf kriege. Bist du glücklich? Das sieht echt, mach mal so nach hinten. Wow, okay, die sind echt sehr lang. Wisst ihr, was ich schon mein Leben lang machen wollte? Es hat nie funktioniert. Ich wollte schon immer einmal in meinem Leben die Haare geflochten auf einer Seite haben. Das hat nie funktioniert, weil die immer so kurz waren. Weißt du, was ich meine? Ja. Die sind mächtig lang. Wo ist dein Bauch? Mach mal den Mantel weg. Boah, bis zum Bauchnabel. Ach du Jemine, ey. Krass. Aber es sieht echt Hammer aus. Wer so viel Haar anfangen soll. Wohin damit? Kannst auch direkt stehen bleiben. Boah, krass. So, jetzt wird hier noch das Nachher-Bild gemacht. Ich werde euch die beiden gleich auch nebeneinander nochmal einblenden. Aber die werdet ihr dann bestimmt auch auf Instagram oder so sehen. Boah, ist das lang. Ja, also wirklich nur ein bisschen. Also hat sich fast nichts verändert, Schatz. Sieht man keinen Unterschied. Nee, sieht man fast keinen Unterschied, muss ich sagen. Also... So, so ein Mist, ey. Schade, schade. Überleg mal, die waren doch vorhin nur bis hier, ne? Boah. Crazy, ey. Crazy. Und wenn jetzt kurz Ruhe ist, was sagst du? Mach mal einmal diesen Dreher.
Boah, ist das crazy. Ist lang, ne? Leute, schreibt jetzt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr sagt, wie es aussieht. Boah, das ist echt lang, ey. Vor allem jetzt sind sie gelaufen. Ne? Ja. Normalerweise sind sie noch länger. Ja. Das ist echt crazy. Also ich muss echt sagen, es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wirklich, oder? Also, wie gefällt es dir? Hammer. Hammer, ne? Also ich finde es super. Es sieht super gut aus. Sieht halt gar nicht so aus wie ich. Ganz komisch. Sieht echt mega aus, muss ich sagen. Top auf jeden Fall. Solange du zufrieden bist, bin ich sowieso zufrieden, deswegen... Also ich denke mal, wir melden uns gleich einfach mal, wenn wir hier raus sind, aber Respekt. Das ist crazy. So Leute, wir sind jetzt raus bei Melina Best. Ich weiß gar nicht, wer hat uns jetzt hier... Melina. Selber? Ja. Echt jetzt? Ja. Leute, ich weiß nicht, wohin mit so viel Haar. So, wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich habe ich mich in 2 Tagen daran gewöhnt, aber wenn ich die eine Haarhälfte hier nehme und die so packe, ist das von der Dicke her mehr als das Doppelte von meinen Haaren davor. Ich habe so dünne Haare und was ist das jetzt? Ich weiß, die hängen hier einfach überall rum. Überall ist Haar, ich sehe nichts anderes mehr. Weil wenn ich runtergucke auf meine Schuhe, ich sehe nur noch Haare. Ich sehe nur noch Haare und das wollte ich. Absoluter Wahnsinn. Leute, das ist echte Freude. Ey, das ist ein Kindheitstraum von mir, Leute. Ja. So lange Haare zu haben. Und jetzt ist er in Erfüllung gegangen. Ist er in Erfüllung gegangen mit 20 Jahren. Lasst mal eine positive Bewertung auf das Video da, wenn euch die Haare von Mono so gefallen, wie sie jetzt sind. Wir haben auf jeden Fall echt nochmal heute einen super Glückstag, weil wir haben beide kein Ticket bekommen. Deswegen Leute, wenn ihr in Köln hier irgendwo unterwegs seid mit dem Auto, zieht niemals ein Ticket, wie ich eben gesagt habe. Die Sache ist, Leute, wirklich, es kommen bitte keine schlechten Kommentare. Wir wollen euch nie was Schlechtes beibringen. Ein Ticket ziehen ist immer schlecht. Aber wirklich, hier in Köln, wenn du ein Ticket kaufst für 6 Stunden und... Ne, das habe ich alles schon erzählt. Okay, alles gut. Bis dann. Happy. Und wieder Stau. Nein. Das ist jetzt wirklich das Ergebnis, wenn wir auch zu Hause vor unserem heimischen eigenen Spiegel stehen. Ja. Wie gefällt's dir? Sehr schön. Ich bin gerade Auto gefahren und überall hing einfach nur Haar im Gurt, überall. Also es sieht echt, echt cool schön aus. Dankeschön auf jeden Fall an Melina. Du bist zufrieden, ne? Also schreibt gerne mal eure Meinung zu den Haaren in die Kommentare und lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Vlog dann auch. Wenn er euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt gerne einen Kommentar, wie eure Meinung zu diesen Haaren ist. Danke! Und ja, vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dankeschön und wir sind raus. Ja, was ganz so lieb.